Tausende gingen in Berlin bei der umverteilenden Demonstration gegen steigende Energie- und Lebenshaltungskosten auf die Straße. Hinter dem Aufruf stehen Organisationen wie Wer hat, der gibt, Fridays for Future Berlin und ATTAC. Die Initiatoren setzen sich unter anderem für einen Preisdeckel für Strom, Heizkosten und Mieten sowie höhere Löhne ein. Die Jugend hat keine Zukunft. In der Krise, in der wir gerade sind, in der Inflation, wir können uns nicht mehr einen Döner leisten. Wir wissen nicht, wie wir unser Essen bezahlen sollen. Wir haben überhaupt keine Möglichkeit, in den nächsten Jahren auszuziehen. Wir wissen alle, wir werden noch mindestens 5 Jahre bei unseren Eltern wohnen, weil wir uns keine Wohnung leisten können, eigene. Auch das, was uns angeboten wird, das sind kurzfristige Leistungen, das sind Scheinlösungen, aber die erwirken keine umverteilende Lösung dauerhaft, und darum geht's. Das brauchen wir. Außerdem gab es weitere Solidaritätsdemonstrationen für den Iran und gegen die chinesische Führung.